Herrlich, diese wunderbare Natur hier in The Hunter Call of the Wild. Wir haben jetzt unsere nächste Aufgabe, die beinhaltet Außenposten. Super. Colton, Doc, Locke oder Lock. Das können wir jetzt annehmen oder abbrechen. Wie dem auch sei, aber ich werde das erstmal annehmen und schauen, wo uns dieser Nette jetzt hinhaben möchte. Und ich würde sagen, wir begrüßen heute die Lea hier in diesem Let's Play. Hallo, schönen guten Tag. Ja, die wird das heute alles ja ein bisschen mit kommentieren. Hier kam gerade eine Meldung, was ist denn das? Eine Fußspur. Was soll denn der grüne Kreis da sein? Ach so, da ist er drüber gehoppelt. Ach so, Fußspuren vom Schwarzwedelhirsch. Ja, und seitdem die erste Folge, oder ich sag mal letzte Folge von The Hunter nicht so gut gelaufen ist, würde ich sagen, wir probieren das heute noch einmal. Also wir hatten da wirklich in der letzten Folge einen kleinen Spielfehler. Und von daher muss ich das nochmal probieren. Also ich hatte wirklich keine Ausrüstung mehr, die ich benutzen konnte. Also probiere ich das jetzt noch einmal. Und natürlich alles ganz entspannt und lässig. So. So, lass uns mal beginnen. Wir sehen uns hier schon haufenweise Spuren, die wir jetzt folgen könnten. Aber weit und breit ist hier kein Hirsch oder kein Reh zu sehen. Oder beziehungsweise ein ganzes Tier oder so. Dann lass mal auf Suche gehen. Wo willst du jetzt am besten lang? Wollen wir jetzt erstmal zum Außenposten oder... Ich denke mal, der meint den da, oder? Ja, glaube ich auch. Einfach immer geradeaus. Oder wollen wir ja die Tiere erstmal suchen? Dann suchen wir die Tiere. Wenigstens etwas Spannendes. Was gibt es denn da beim Aussichtsturm? Sehen wir von da die Tiere, oder? Kommt drauf an, ob welche da sind. Ich weiß nicht, soll ich jetzt rennen? Langsam dann laufen? Dann rennen sie weg. Wenn nicht, dass hier wieder Tiere kommen und mich vielleicht umrennen. Ja, das kann man natürlich auch so sehen. Man kann verletzt werden von Tieren. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Das ist die pure Realität. Das ist halt so. Also man ist hier wirklich in der Natur ausgesetzt. Warte ich mal, da war was. Ein Kojote. Also jetzt würde ich sagen, rennen wir mal doch lieber. Und wir haben hier gerade frische Eumelkacke. Vom Schwarzwedelhirsch, das ist eine Losung, gerade eben. Ach, das sind ein paar Cornflakes. Kelloggs, ich meint No Name. Glaube. Oder sieht so aus, oder? Ja. Ja, das sieht aus wie Cornflakes von No Name. Also ich weiß nicht, wie ist es bei Kojoten? Also sind ja so eine Art Wölfe. Sollte man da irgendwie versuchen zu rennen oder sollte man da auch irgendwie langsam vorbeigehen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde bei jedem Tier rennen. Nee, sollte man aber nicht. Hau ich mal, da unten ist was. Also ich habe hier mein Spanner-Rohr, mit dem ich ein bisschen mal lutschen kann hier, aber ich weiß nicht, von wo das jetzt genau kam. Was ist denn das? Was ist denn das? Eine Perle. Sieht aus wie eine Perle. Oder ist das frisch gemachte, ja, ihr wisst schon, Cornflakes. Also sagen dazu jetzt nicht mal irgendwie Code, wir sagen einfach Cornflakes. Ach komm, wir rennen jetzt einfach da hoch. Ich könnte probieren, jetzt einfach mal über dieses Grafikspektakel zu laufen. Also guckt euch das an. Was sagst du dazu? Seit wann bewegen sich denn die Steine? Ich habe keine Ahnung, das sieht schon sehr komisch aus. Also die Natur bewegt sich hier wirklich realistisch, die Vögel auch, die Tiere, die Wolke, die Sonne. Okay, die Sonne ist jetzt auch nicht gerade so spektakulär, aber die Wolken, die bewegen sich. Aber die Berge? Also mit alles hätte ich gerechnet, aber dass ich das noch erleben darf hier, dass sich die Berge bewegen. Die bewegen sich auch bloß, wenn ich jetzt vorbeilaufe. Okay, jetzt hat es aufgehört. Ich glaube, die haben mich jetzt verstanden. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. So. Haben wir jetzt hier nächstes Tier? Ne, ist immer noch das gleiche. Aber diesmal kein Kojote mehr. Aber das ist ja auch ein langer Weg, den wir hier laufen müssen. Die Wanderstöcke fehlen. Die Wanderstöcke? Ne, die Skier, oder? Die Skier, ja, oder die Skier.
könnte auch funktionieren. Oder die Spikes. Er läuft wirklich sehr, der ist ja langsam. Überall sind Spuren, aber keine Tiere. Ich bin halt gerade ein bisschen zu laut, aber ich wollte jetzt eigentlich auf den Turm, denn das ist hier gerade, ich gucke mal so auf unser schlaues Telefon, ah nee, das heißt ja heutzutage Smartphone. Wie soll's mal Außenposten? Wie soll ich den besuchen? Also gehe ich mal davon aus, dass es der ist, denn ansonsten sehe ich hier keinen. Oder siehst du noch irgendwie einen Außenposten oder nee. So einen Hochstand? Nee. Was haben wir denn da? Da gehen wir gleich hin. Also ich glaube, das sind wieder so irgendwelche so Special-Objekte oder so, die man hier begutachten kann. So, können wir irgendwie da irgendwie hochgehen am Weg? Das ist ein Weg hier, oder? Ja. Ich glaube mal nicht, dass wir jetzt auf den Berg da hochgehen können. Denn ich möchte natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Pfoten brechen oder Füße oder Beine oder sonstiges. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie Rettung kommen würde. Dann rufen wir halt 112. Genau. Super, jetzt wird's windig. Jetzt habe ich leider vergessen, mir dicke Jacken anzuziehen oder Sachen. Shit, jetzt habe ich bloß ein T-Shirt an. Nicht, dass wir noch krank werden hier. Ah ne, das kann man natürlich nicht so vergleichen, wie zum Beispiel mit DayZ oder so. Dass man jetzt hier sich zum Beispiel Körperteile brechen kann oder krank wird. Ich glaube, das geht hier nicht. Also, soweit ich weiß, sollte das hier nicht gehen, oder weißt du irgendwie was? Nee, ich glaube nicht. Also, es sollte eine Jagdsimulation sein oder eine Wildnissimulation. Ich glaube, Jagd, da gehört es eigentlich, glaube ich, nicht dazu, aber das wäre schon realistisch, wenn das gehen würde, wenn man da irgendwie was trinken muss oder was essen und man dann zum Beispiel sagen muss, man kauft sich jetzt irgendwie was oder findet was. Vielleicht kommt es ja noch später, wer weiß. So, dann gehen wir erstmal hier hoch und... Ganz unauffällig und leise. Ja. Keine. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende dieses Turms, denn ich weiß nicht, von wo die Musik kommt. Achso, wir haben Kopfhörer an den Ohren. Achso, genau. Stimmt. Jetzt verstehe ich das. So, jetzt können wir, glaube ich, hier... drauf gucken. Ist das hier ein radioaktives Gebiet, oder... Warum ist das rot, dieser Kreis? Das weiß ich leider nicht. Achso, wir sollen das Fernglas in die Hände nehmen. Sollen wir da rauf gucken? Nee, ich glaube nicht, oder? Ach, ich glaube, da siehst du nicht so viel. Ah, guck mal, wir haben ein Feuerrisiko. Low, Medium, Severe, was? Okay, und Extrem. Also eine Waldbrandstufe von 1 bis 4. Gibt es nicht 5? Hm, okay, vielleicht ist es hier ein bisschen anders. Ich habe hier ein Fernglas abgebildet, aber... Ich kann jetzt auch nichts weiteres irgendwie dazu sagen oder mir irgendwas anschauen. Was genau soll ich jetzt hier oben? Ich hätte das schöne Wasser angucken. Die schöne Landschaft. Ach so, das Wasser. Ah, okay. Dazu bin ich jetzt bestimmt hier hochgekommen. Jetzt mal wirklich. Müssen wir hier was machen? Muss ich jetzt wieder runterspringen oder... Also ich kann mir dabei schon was denken, dass wir jetzt das Fernglas rausnehmen und einfach mal gucken, wo nichts ist. Also ich sehe jetzt hier gerade wirklich gar nichts, kein Tier, kein nichts. Soweit ich auch ranzoomen könnte, ist alles viel zu dicht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen etwas anlocken. Mit dieser wunderbaren Verpackung, die Tiergeräusche verursacht. Oh. Probieren wir einfach mal kurz und vielleicht kommen wir gleich... Ich würde aber nicht ganz runtergehen. Ich würde nochmal ein Stück nach oben gehen. Ich weiß ja nicht, wo die Tiere jetzt irgendwie kommen gleich. Okay. Ah, okay. Ich glaube, die Packung ist leer. Dann hätten wir uns gleich mal ein paar mehr mitgenommen. Wir haben hier gerade ein bisschen... Ich glaube, das Gadget ist kaputt. Wir haben hier gerade schon wieder ein kleines Problem in diesem Spiel. Also das kann ich jetzt leider auch nicht verhindern. Dann müssen wir das halt jetzt ohne Spielzaun machen. Das ist komisch. Also ich kann dafür leider nichts. Das tut mir natürlich sehr leid erstmal an dieser Stelle. Aber ich kann das leider nicht ändern. Och, guck mal. Trabend. Hier ist gerade ein Kojote langgelaufen. Den ich jetzt aber nicht gesehen habe. Das ist mir gerade neu. Besuche einen Außenposten. Na sag mal, hat er gemacht. Oder soll ich da normal hoch? Ich weiß es nicht. Aber wir laufen einfach vorbei jetzt und
suchen uns eine Möglichkeit, ein Tier zu erlegen. Vielleicht machen wir das jetzt einfach nochmal so. Vielleicht kommt ja irgendwie was. Pass mal auf, wenn sie gleich alle vor dir stehen. Ich weiß auch nicht. Ah, guck mal. Wir haben wieder was Neues bekommen. Okay. Ah, das funktioniert immer bloß beim zweiten Mal. Eins. Zwei. Kennst du die Dinger nicht? Die gab es früher auch. Nö. Doch. Was ist das? Gibt's heute noch. Ja doch, das kenne ich vielleicht. Aber... Aber was genau bringt das? Jetzt kommen jetzt hier ein paar Vögel, oder? Ich weiß es nicht. Das ist so kompliziert. Also man hat hier so viele Fusch... Guck mal. Kann ich das abschießen? Nein. Klar können wir. Das war ein Eichhörnchen, oder? Ein arm kleines Tierchen. Das war ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Das hätte ich, glaube abschießen können. Nee. Die großen ja, die kleinen nicht. Jetzt hätten wir ein Tier gehabt, jetzt ist es abgehauen. Tja, ich soll es nicht abschießen. Dann ist es halt so. Das ist aber brav. Vielleicht benutze ich einfach nochmal das, diese Tierbox. Vielleicht kommt da jetzt etwas. Etwas Großes vielleicht. Oder etwas Kleines. Mal schauen. Also ich komme gerade irgendwie... Ja. Achso. Achso, damit macht man Regen. Ah. Achso, okay. Jetzt verstehe ich das alles. Mensch. Achso. Okay, der Regen ist auch noch weg. Nee, leider nicht. Das ist schade. Tja, ich weiß auch nicht. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Und wir haben immer noch eine Aufgabe. Wir sollen einen Außenposten besuchen. Bloß weiß ich nicht, was ich da jetzt genau machen soll. Soll ich da jetzt hochgehen und einfach schauen? Aber das habe ich eben schon gemacht. Ich probiere es einfach noch einmal, um diese Mission jetzt zu erledigen. Wir sollen einfach einen Außenposten besuchen. Mehr steht da nicht, was wir jetzt machen könnten. Hast du irgendwie eine Idee, was wir da... Einfach nochmal hochgehen und danach gucken. Also, da war ja ein Fernglas abgebildet. Vielleicht behindert das jetzt irgendwie die Tiere, dass sie jetzt irgendwie nicht rauskommen. Ich weiß es nicht. Dass wir jetzt zum Beispiel keine Tiere sehen. Vielleicht muss ich das Handy in der Hand halten. Damit wir diese Mission jetzt hier erfüllen können. Musst du da was anklicken? Es geht leider nicht. Ich kann leider alles drücken, was ich will. Es geht nicht. Ja, das ist ein Aussichtspunkt. Oder müssen wir wie auf einen anderen Turm gelangen oder so? Ich weiß es nicht. Die Wanderstöcke in der Hand und dann wandern wir los und suchen einen Außenposten. Tja, bloß, in welche Richtung willst du? Ich sehe jetzt hier nichts. Ich verstehe es nicht. Man kann leider nichts drücken. Ich glaube, reinlaufen kann man hier auch nicht. Leider abgeschlossen. Das ist schon sehr, sehr kompliziert, aber es funktioniert nicht. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal runter. Und... Oder... War das Fernglas vorher schon abgebildet? Ja. Bevor wir jetzt hochgegangen sind. Bevor wir hochgegangen sind? Ja. Wo wir die Aufgabe hatten, einen Außenposten zu besteigen. Also vorhin, wo wir doch schon mal oben waren, oder wie? Nee, davor, bevor wir hochgegangen sind. Zum ersten Mal, davor. Ja, da war es auch schon da. Vielleicht ist es doch der falsche, das könnte natürlich sein. Also müssen wir auf einen anderen. Vielleicht finden wir ein Tier, was wir jetzt ja eliminieren können. Wir sehen ja hier neue Fußspuren. Ich glaube, da hinten war gerade was. Dann gehen wir jetzt einfach mal in diese Richtung und schauen uns das mal an, denn ich möchte unbedingt noch ein Tier erlegen. Ich hätte mir das gar nicht so schwer vorgestellt, aber natürlich probieren wir das Beste. Vielleicht bin ich aber eigentlich... Oder, nee, ohne eigentlich. Vielleicht bin ich viel zu schnell. Und zu laut.
Ach, guck mal. Da sind die Haris. Aber nicht nur eins, sondern zwei, drei. Ja, ich glaube, das. Nee. Nee. Das glaube. Ach, Mist. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu weit weg. Mach doch mal Geräusche, vielleicht kommen sie zu dir. Ich glaube nicht. Also wenn diese wunderbare Magic-Box hier mal funktionieren würde. Hallo? Nein? Dann nehmen wir das Quietsche. Ich glaube, das alle. Ding, Truhe, keine Ahnung. Haben die Dinger eigentlich einen Akku? Ich glaube nicht. Was haben wir denn da? Na, was haben wir denn da? Ich glaube, wir haben da etwas in der Regung gezogen. Kommt das gerade auf uns zu? Und wie man es vielleicht gehört hat, na natürlich, man hat es ja nicht gehört, das Spiel eiert gerade so ein bisschen rum. Also wie gesagt, wie vorhin schon einmal, ich kann dafür leider nichts. Es ist leider ohne Spielzaun. Also entweder hat man in einem Video gar keine Gadgets oder keine Ausrüstung oder man hat keinen Spielzaun. Oder wenn es richtig sticke, langweilig wird, dann geht vielleicht gar nichts mehr. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist schon nicht sehr lustig. Aber trotzdem macht es eine Menge Spaß, hier einfach mal durch die Wildnis zu laufen. Denn man muss natürlich auch mal an die frische Luft gehen. Also das tut wirklich sehr gut. Also, guck mal da hinten. Muss man das einfach mal so machen. Und dieses Spiel spielen. Da war gerade wieder ein Reh. Ich glaube, der ist da lang, oder? Nein, weiter nach rechts. Also die sind ja auch alle ziemlich schnell. Oh, super, da sind sie. Ja, und überall sehen wir natürlich jetzt Spuren von diesen Tieren, die gerade alle abgehauen sind, leider. Ah, guck mal. Der Spielzaun kommt wieder zurück auf unsere Seite. Vielleicht bringt das ja mal was gleich. Hatte ich aber auch nur vielleicht. Also ich hätte mal wirklich so Lust auf einen Bär oder irgendwas Größeres. Ich weiß nicht, was es hier noch alles so für Tiere gibt. Also ich kann mir da wirklich schon sehr viel vorstellen, dass es hier sehr viel verschiedene Tiere geben würde. Oder vielleicht gibt es ja so mehrere. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Vielleicht wisst ihr das, liebe Leute. Ihr könnt es immer gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wissen solltet. Also bisher weiß ich bloß Hirsche, Rehe, Eichhörnchen, Kojoten. Mehr habe ich bisher noch nicht gesehen und noch nicht so gehört, was es noch so geben könnte. So, okay, dann nehmen wir nochmal diese Box in die Hand, die leider wieder nicht funktioniert. Ach, doch jetzt, guck mal. Also sie funktioniert nicht immer. Ich glaube, ich habe was gehört. Oder doch nicht? War das doch ein Irrtum gerade? Das Ding möchte auch nicht mehr. Doch, guck mal. Wie so ein Vogel. Vielleicht soll ich die Vögel anlocken? Weiß nicht. Oh, jetzt kommen schon Warnrufe. War nicht so schön. Nehme ich mal nochmal das andere Dings hier. Wie nennt man das eigentlich? Ja. Das Tier-Anlock-Objekt. Keine Ahnung. Trompete. Trompete. Für die Hosentasche. Ey, das gibt's nicht, also. Das ist sowas von kompliziert, hier erstmal ein Tier zu sehen. Also, man sieht natürlich sehr viele, aber. Haben wir da vor eins? Vor uns eins? Nee. Aber. Mal Tiere abzuknallen, zu eliminieren, also. Zu erlegen, nennt man das ja, ne? Also, ist schon sehr kompliziert. Vorhin standen sie alle hinter dir. Dann bist du ein paar Meter gelaufen, ja. Und dann. Ja, genau, dann. Sind sie weg. Einfach nur weg. Aber vielleicht. Ah, was haben wir da? Also da müssen wir nochmal hin. Wir haben da gerade ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen.
Balmond Lake. Ach, wir sind jetzt hier in einer neuen Gegend. Vielleicht finden wir hier neue Tiere. Das könnte natürlich sein. Was ist denn das? What? Hat jemand vergessen? Ach, wir können hier ein Zelt bauen, oder? Ein Hochstein. Wo kommt denn der? Boah, das ist ja super, Mensch. Was haben wir denn jetzt hier? Cool. Nur an einer sehr schlechten Position. Und ich höre weiter breit, ist kein Tier. Das ist natürlich auch wieder sehr lustig. Vielleicht holen wir nochmal dieses Ding hier raus. Also ich weiß, ich habe das jetzt schon öfters erwähnt, dieses Gefährt hier. Diese kleine Tierbox. Das hört sich mal an wie so. Die Box ist leer, oder was? Ja. Sie ist leer. 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 Nicht leer, leer. Leer. Also wie... Kommt mir aber vor, wie so, keine Ahnung, also hier passiert nichts. Weitermachen, weitermachen. Also langsam schlägt meine Hand ein. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht so geplant. Aber wenn es vielleicht helfen sollte... Wenn das gehen würde? Das ist wieder Akku leer. Ich hab's eben geladen, Mensch, den ganzen Tag. Hol mal deine Powerbank raus. Wo hab ich... Nein, die hab ich verloren. Na toll. Oh, Mist. Ach, guck mal. Eine Sitzbank. Ja, die hat auch die Steckdose. Die ist ja cool. Guck mal, jetzt geht's wieder. Hat da gerade was gebellt? Das hat sich gerade so angehört, glaube ich. Guck mal, Fußspuren. Tja, man sieht leider nicht. Also man muss hier wirklich sehr viel Geduld haben. Wir sind jetzt hier auch schon bei 22 Minuten. Also ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ist da noch etwas? Nee, ist Holz. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, diese etwas längere Folge von Seehunter Call of soweit, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich, wir würden uns freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.